lege das Handy gleich ein bisschen vom Mikrofon weg. Sonst gibt es Störgeräusche. Gut, dann erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen. Schön, dass wirklich ganz schön viele da sind, muss man ja wirklich sagen. Ich würde ja auch ein kurzes Gebet sprechen, bevor es losgeht mit der Predigt. Ja, unser Vater, ich möchte dir besonders danken für das Vorrecht dieses heutigen Tages. Ein neuer Tag, ein neuer Lebenstag, ein neuer Sonntag. Der Tag der Woche, an dem wir uns etwas Zeit nehmen, über dein Wort vielleicht intensiver und vor allem aber auch gemeinsam nachzudenken und es zu studieren. Und wir wollen uns öffnen für das, was du jetzt in unseren Herzen aus dem, was jetzt kommt, machst. Ich möchte dich bitten, dass du natürlich jetzt auch mich zurüstest und das Vorbereitete auch auf gut jetzt ankommen lässt. Amen. Das ist schön, die Ankündigung für den Weihnachtsmarkt, hatte die Miriam schon gesagt, ist natürlich was Besonderes. Eine der Fragen auf diesem schönen kleinen Notizzettel, um den es dann geht, ist ja, wer ist Jesus? Ja, also überhaupt, die Leute mit so einer Frage oder mit unserer Antwort auf diese Frage auch zu konfrontieren, ist immer so eine Sache. Also wenn man mit Menschen, also ich finde es wunderbar, ist eine ganz tolle Idee übrigens, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt wäre fast den Beifall ausgeartet vorher. Ich finde es eine tolle Idee, muss ich wirklich sagen. Bin ich ganz, ganz froh darüber und bin sehr gespannt, wie das ankommt. Also ich bin da ganz happy drüber. Wenn man mit Menschen über das Thema Gott und Jesus ins Gespräch kommt und am Weihnachtsmarkt, das ist ja eine tolle Gelegenheit auch, aber nicht nur da, natürlich auch im Freundeskreis und im Beruf vielleicht auch, weiß ich nicht, das machen ja vielleicht einige von euch ab und zu, kann passieren. Also mir passiert es immer wieder, oder ich passiere es den anderen wahrscheinlich eher, kann man sagen. Oder am Büchertisch, also das ist ja ganz unterschiedlich. Die Menschen sind meiner Erfahrung nach bisher in meinem Glaubensleben dann immer sehr unsicher, am Anfang vor allem. Wenn man das Wort Jesus in den Mund nimmt, dann ist nicht nur Unsicherheit, oft ist es dann schon hier so, rühr mich nicht an, ein bisschen, und ein bisschen auch vielleicht aggressiv. Das ist natürlich dann schon, also in Deutschland, meiner Erfahrung nach, Jesus, da ist ein Bild, bei vielen ist das Bild der großen konfessionellen Kirchen, das dann sofort hochkommt. Das ist, was, glaube ich, viele, viele immer noch leider so ein bisschen als erstes dabei denken, wenn sie sagen, Jesus, für viele ist das ein Bauchgefühl, wenn dieser Name kommt, dann kommt auch gleich hinten das Wort Christentum und Christentum ist ja Kirche und Kirche ist ja das und das und das. Das ist so ein Bauchgefühl, was so Belastungen, so ein belastendes Bauchgefühl, habe ich einen Eindruck für viele. Und also Kirchensteuer, Kirche ist ja, Jesus ist ja Kirche und Kirchensteuer und Beichte und Rosenkranz und diese ganzen Sachen. Und so da steckt so die Furcht vor Manipulation darin, dass man durch vielleicht einen Pfarrer oder vielleicht durch einen Pastor manipuliert wird und so. Und das ist sehr schade, dass wirklich da viele Menschen werden deswegen allein schon vom Nachdenken über einfach nur Jesus abgehalten. In meiner Familie, in meiner unmittelbaren Familie gibt es zwei Menschen, die durch so eine Beschädigung durch auch ihr Verhältnis zu einer größeren Kirche wirklich also da entfremdet sind dem ganzen Thema von Jesus. Und für mich als Gläubigen an Jesus ist es sehr schwer, da natürlich überhaupt eine Brücke dann zu schlagen. Ein ehemaliger Mitdoktorand von mir an der Universität, hat in Bayern Doktorarbeit gemacht, der ist auch der Sache entfremdet worden. Der war auf einem wunderbaren Weg eigentlich, aber dann hat er sich ein paar Medienberichte angeguckt über die sogenannten, die bösen Evangelikalen in Amerika, was die dann so und dass die Politik so beeinflussen. Und weißt du, vielleicht stimmt das auch, jedenfalls, das hat ihn so richtig verbrannt. Also das hat war ein großer Punkt, warum er dann nicht mehr weitergegangen ist. Und wenn du jetzt gegenüber jemandem, der vielleicht auch muslimischen Glauben hat, wenn du das sagst, es gibt ja, das ist ja auch, das Christentum hat so einen schlechten Ruf in vielen Teilen der Welt, in der muslimischen Welt auch.
Ein Bekannter von mir hat mir das gesagt und ich habe das aus der Türkei und ich habe das dann nachgeschaut, auch ein bisschen Informationen eingeholt. Wisst ihr, was das hervorruft, wenn ich in der Türkei Christ genannt werde? Christ ist ein Schimpfwort. Christ hat nichts mit Christentum. Das, natürlich, ich meine eigentlich Christ, aber Christ ist ein Schimpfwort. Das ist ein Mensch, der keinerlei Ehrgefühl hat, weder weltlich noch religiös. Ist ein Schimpfwort. Hättest du nicht gedacht, dass es so extrem ist, oder? Das heißt, auch das Bild nach außen, das treibt Leute ja davon geradezu weg, überhaupt einmal wenigstens nachzudenken, was ist jetzt hier überhaupt? Das ist Geduldsarbeit, die Menschen da wieder hinzubringen und mit viel Liebe und Geduld zu sagen, gib doch einfach mal, vergiss einfach mal alles, was du bis jetzt an Eindrücken gesammelt hast und schau dir einfach mal das Wort Gottes an. Was hat es denn genau zu sagen? Und obendrauf kommt ja oft diese Verwirrung mit, was ist eigentlich Jesus, was ist mit dem eigentlich? Der ist Messias, warum das denn? Und der stirbt auch noch, Messias, der stirbt, ist auch ein bisschen seltsam. Ich hatte ein interessantes Gespräch auf einer Geschäftsreise in der Schweiz mit einer Kollegin von der Arbeit. Ein Frühstück, am frühen Morgen da gesessen im Hotel, über Nacht im gleichen Hotel. Und dann habe ich gedacht, naja, also, dann probieren wir das mal, dann sprechen wir mal drüber. Und das hat sie natürlich sofort auch so mit dem nicht sichtbaren Handrücken hat sie das schnell weggewischt, indem sie natürlich auch gesagt hat, das mit, warum muss Gott seinen Sohn sterben lassen? Komm jetzt. Also das an sich macht das Ganze mit dem Christentum ja und vor allem mit der Bibel ja total verrückt und komplett unsinnig. Das ist nicht logisch, so ein bisschen. Und daran sieht man, die Frage stellt sich für viele auch, was für ein Messias denn Jesus genauso ist. Die Frage ist aber sehr, sehr wichtig. Was ich auf diese Frage antworte, ist sehr wichtig. Das ist das, was mein Leben wirklich entscheidet. Und zwar nicht, was ich dem Pastor in der Gemeinde antworte oder was ich jemandem antworte, der mich einfach mal halt fragt, sondern was ich in meinem Herzen wirklich dann Gott antworte, was ich wirklich antworte, was in mir wirklich drin ist. Das, was ich über Jesus, den Messias, glaube. Was für ein Messias ist das? Wisst ihr, wer sich das auch gefragt hat? Die 12 Jünger haben sich das sogar gefragt. Und zwar gucken wir heute in Lukas 18 einen Text an, in dem die 12 engst vertrauten Jünger sich diese Frage ganz bestimmt gestellt haben und sich an der Stelle in Lukas 18 auch garantiert noch nicht beantworten konnten. Schauen wir uns den Text an. Es geht in Lukas Kapitel 18 in Vers 31. Ich lese die Verse bis Vers 34. Lukas 18, 31. Jesus, er nahm aber die 12 zu sich, er nahm sie beiseite, kann man auch sagen, und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Denn er wird den Nationen überliefert werden und wird verspottet und geschmäht und angespien werden. Und wenn sie ihn gegeißelt haben, dann werden sie ihn töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil von dieser Stelle. Und sie verstanden nichts von diesen Worten. Und jetzt geht es sogar noch weiter. Und diese Rede war von ihnen verborgen. Und sie begriffen das Gesagte nicht. Also das ist jetzt, lieber Leser, hier, guck mal genau hin. Dreimal sage ich das. Also an dieser Stelle gehen wir mal überhaupt in diese Vorhersagen hinein. Das ist ja, ich habe gedacht, naja, so 1, 2, 3, 4, 4 Verse, kein Problem, Predigt für 4 Verse vorbereiten, ne? Aber halte mal, das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass Jesus das vorhersagt. Also gucke ich lieber mal die anderen Stellen auch noch an. Und dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht ganz so einfach. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus das sein Leiden und Tod und Auferstehung voraussagt. Diese Stelle haben wir ja insgesamt dreimal oder ähnliche Stellen, sowohl in Matthäus, wir haben sie in Markus auch dreimal und wir haben sie in Lukas dreimal. Nicht überall genau gleich, aber sie sind dreimal dort. Ich lese die drei Stellen, die in Lukas sind. Ich lese nicht alle 9, aber 3 lese ich. Lukas 9, 22, ihr müsst jetzt da nicht hinblättern unbedingt, wenn es dich interessiert, geh gerne hin. Ist da eh schon in Lukas vielleicht in deiner Bibel.
Lukas 9, 22. Da heißt es, Jesus sagt das, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten. Das haben wir jetzt in der anderen Stelle noch nicht gelesen. Und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Und er muss das, steht da. Dann in Lukas 9, 44, gleiches Kapitel, sagt Jesus mit einer Eindringlichkeit, sagt er, nehmt ihr diese Worte in eure Ohren. Und das ist wirklich gut übersetzt, das heißt es im Griechischen auch. Ja? Nimm es, tu es rein in dein Ohr. Ja? Das ist gut. Nämlich, dass der Sohn des Menschen überliefert wird, werden wird in die Hände der Menschen. Also, das sind Stellen, über die man, also ich zumindest, also ihr vielleicht nicht, oder du nicht, über die man so ein bisschen, ja, okay, es kommt, klar, schon klar, es kommt, es freut sich, es kommt, Leiden. Man liest so ein bisschen oberflächlich drüber hinweg. Also ich zumindest habe das immer wieder getan. Wenn man aber also genau hinguckt, kann man erkennen, Jesus hat auf diese Information vorab schon in der Vorankündigung sehr großen Wert gelegt. Er sagt es nicht nur an diesen drei Stellen im Evangelium, sondern an der ersten Stelle sieht man, da heißt es, er hat es hervorgehoben. Er heißt es, er hat das gelehrt. Ich gucke mal in Markus 8, 31. Da steht drin, er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den ältesten Hohepriestern. Und im Vers 32 in Markus 8, der nächste Vers, da heißt es, und er redete das Wort mit Offenheit. Das heißt, also es fühlt sich fast so an, als ob der das nicht nur dreimal gesagt hat. Also das ist ein bisschen, ich kann es jetzt nicht beweisen, dass er es mehr gesagt hat als dreimal, aber es sieht fast danach aus. Und er hat ja an anderen Stellen, hat Jesus auch angespielt darauf. Nicht nur diese drei Stellen. Jesus, du kennst es in deiner Bibel, die erste Ankündigung des Leidens Jesu. Ja, und dann kommt der Text. Und dann kommt in der Bibel nochmal eine Überschrift, die zweite Ankündigung. Und Jesus kündigt das dritte Mal an. Aber jetzt schauen wir in Lukas 12, Vers 50. Da heißt, ich sehe es gerade, da sagt Jesus, Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist? Was ist das denn? Das hat nichts mit dem zu tun, oder? Mit dem Leiden. Ja, natürlich, das ist genau das Gleiche. Darauf spielt er an. Oder Lukas 13, auch da im Vers 32. Und er sprach zu ihnen, geht hin, also geht es um den Herodes, geht hin und sagt diesem Fuchs, ja, dem Herodes, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. So, was meint Jesus damit? Ja, das ist natürlich das Leiden, das Durchlaufen des Leidensweges, den er auf sich nimmt. Also, und er macht das mit Klarheit. Und auch, kann man auch noch etwas Interessantes sehen. Wir sammeln jetzt mal so ein bisschen Eindrücke über diese drei, über dieses Voraussagen. In allen drei Evangelien, die das machen, die sogenannten Synoptiker, die Matthäus, Markus, Lukas, beginnt Jesus diese Vorhersagen ab einem ganz bestimmten Punkt. Ich habe mal geguckt, was denn davor ist in diesen drei Evangelien jeweils. Das erste Mal, dass er das sagt, da ist davor der Punkt, wo Jesus eindeutig, ganz klar und offen sagt, ja, ich bin der Christus Gottes, ich bin der Sohn Gottes. Ihr wisst das, Matthäus 16, da sagt die berühmte Stelle, Jesus fragt seine Jünger, was glauben die Leute, wer ich bin, was sagen die Leute? Und ihr wisst ja, wie das dann weitergeht. Und dann Petrus sagt, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, was? Du bist der Christus. Ja, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Dieses sogenannte Bekenntnis des Petrus haben wir hier. Und danach beginnt Jesus, in Markus steht es sogar so, und ab da, Markus 8, 31, ab da fing er an zu lehren, dass er leiden und so weiter und so weiter. Ab da, ausgerechnet. Jetzt wissen sie es offiziell und dann fängt er sofort an zu lehren, aber, ja, ich bin der Christus, aber, also nicht aber das und das kommt. Also nach dieser unglaublichen Offenbarung, dass er wirklich der Christus ist, nicht nur ein toller Rabbi, der auch noch viel Ermächtigung hat, auch Zeichen zu tun, sondern dass er der Christus ist, dann kommt im Anschluss sofort eine Art Dämpfer. Ich muss aber leiden. Ja? Und auch die zweite Ankündigung. Wenn man das liest, die kommt auch nach einer Stelle, wo Jesus eigentlich große Macht gezeigt hat.
wo man sich denken würde, warum muss der denn leiden? Jetzt hat er gerade diesen Sohn eines Mannes aus einer Volksmenge geheilt. Das war der besessene Sohn, den keiner seiner Jünger heilen konnte. Ihr erinnert euch an die Stelle. Und alle sind, wow, Jesus, der hat die Kraft. Und Jesus sagt, okay, und übrigens, zweite Ankündigung. Ja, der Sohn des Menschen wird verworfen werden, wird leiden, sterben, auferstehen. Das kommt auch wieder ein dumm Dämpfer. Und die dritte Stelle ist in Lukas 18, wir haben die jetzt letztes Mal übersprungen, wir sind da nicht reingegangen. Da fragt, Petrus fragt, Herr, was wird mit uns werden? Wir haben alles zurückgelassen, wir sind dir nachgefolgt. Was kriegen wir dafür? Und Jesus sagt, keine Sorge, ihr werdet die Herrlichkeit bekommen. Es ist keiner, der Vater und Mutter und so weiter hinter sich gelassen hat, um meinetwillen, und der nicht reich dafür belohnt wird, in diesem Leben und sogar ewiges Leben. Das ist Herrlichkeit. Und zack, jetzt kommt Lukas 18, 31. Direkt danach kommt wieder ein Dämpfer. Herrlichkeit, ich bin der Christus, Dämpfer. Leiden, sterben. Und Sohn des Besessenen, Kraft Gottes zeigen, Dämpfer. Und ja, Herrlichkeit gibt es, ja, die wird es wirklich geben am Ende, Dämpfer. Sehr interessant. Einfach mal auf sich wirken lassen. Man fragt sich ja, warum macht er das? Warum ausgerechnet? Also jetzt gehen wir kurz durch den Text, Lukas 18, 31 bis 34. Wenn wir das anschauen, wie gesagt, wir sammeln noch. Wir sind gleich fertig mit Sammeln. So, das ist zum Teil in diesem Text exklusiv für die Vorhersage dessen, was Jesus da macht. Also erstens, wir sehen, wenn du den Text mal aufschlägst, nochmal Lukas 18, 31, es wird sich erfüllen, was die Schriften, und damit meint er natürlich das ganze, also Alte Testament, über den Sohn des Menschen, was die vorhersagen. Das hat nur Lukas drin. Das hat kein anderer und an keiner anderen Stelle. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und er sagt, der Sohn des Menschen wird übergeben werden, in einer Passiv. Also das ist, ja, es ist auch darüber überhaupt erst nachzudenken, da kann man eine Predigt draus machen, dass ausgerechnet die, für die er geschickt worden ist, sie übergeben ihn an andere, damit er überhaupt getötet werden kann. Also das ist unglaublich. Dann haben wir Leidensdetails, die wir in dieser Detailform, soweit ich weiß, auch nur in Lukas haben. Verspottung, Verschmähung, Anspucken, Geißeln, Töten. Und alles wird erfüllt. Das kannst du alles dann in den späteren Kapiteln sehen. Alle diese Punkte werden auch alle vorausgesagt im Alten Testament und die werden alle erfüllt. Am dritten Tag auferstehen. Das sagt er öfter, das sagt nicht nur Lukas. Aber in Lukas ist was Interessantes noch, für die, die es jetzt interessiert. Im Griechischen kann man im Deutschen kann man entweder auferstehen selber oder man kann herausgeholt werden von jemand anderem, passiv. Im Griechischen gibt es dazwischen was, den Medial. Das heißt, ich erstehe mich selbst auf. Ja, und das ist hier die Form, die er nimmt, Lukas. Das ist verrückt. Ja, also sehr interessant. Aber gut, dann noch eine Sache. Lukas betont, und das habt ihr vorher gesehen im Vers 34, die Jünger verstanden es nicht. Sie haben es nicht verstanden. Jesus kündigt das an und die Jünger verstehen es nicht. In dieser Deutlichkeit betont das nur Lukas. Markus sagt es an einer Stelle, aber Lukas betont es öfter und ganz arg hier. Also, jetzt in Summe, diese ganzen Ankündigungen und dieses immer nach was Herrlichem und dann kommt diese Dämpfer. Was gibt es da für Fragen? Ich meine, ich frage mich, warum hat Jesus es überhaupt angekündigt? Denn er hat es ja sowieso getan. Es hat ja funktioniert. Wenn das klar war, für ihn war das klar. Warum hat er es angekündigt? Warum so oft? Und warum überhaupt, wenn die Jünger es doch sowieso nicht verstehen? Es war ja vor ihnen sogar verborgen. Das heißt, eigentlich Gott hat es vor ihnen verborgen. Warum? Warum ist das jetzt hier im Text drin? Und warum dieses Muster, dieser Dämpfer? Leidensankündigung. Also, was für einen Zweck hat dieses Ankündigen? Was haben wir da für Zwecke drin? Also, die Ankündigung des Leidens und Auferstehens, das erreicht ja ganz verschiedene Zwecke. Also, erstens einmal, Jesus kündigt es im Voraus an. Und das ist natürlich ein Lerneffekt. Also, wenn wir das jetzt sehen, wir als heutige Leser,
Die haben es damals nicht verstanden. Die haben es erst hinterher verstanden. Aber wir sehen das schon jetzt. Und das heißt also, die Vorhersagen der Schrift sind sehr zuverlässig. Das war der erste Punkt. Alles, was in den alten testamentlichen Schriften gestanden ist über den Messias, ist tatsächlich wahr. Ein Detail davon würde ich euch vielleicht gerne vorlesen. Also ein Text, der ein ganz wunderbarer Text ist im Alten Testament über den Messias, ist in Jesaja 42. Und vor allem der vierte Vers ist absolut wunderbar. Und in Lukas heißt es ja, es wird sich alles erfüllen, sagt Jesus da, was in den Schriften über den Sohn des Menschen geschrieben steht. Jesaja 42, 1. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Denkt immer, denkt das Leben Jesu, habt es mal vor Augen und jetzt diesen Leidensweg, der kommt. Und jetzt lest diesen Text. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das wird kein Haut drauf. Also immer die Frage, was für ein Messias ist Jesus? Der hat nicht Werbung gemacht. Er hat keine Visitenkärtchen verteilt. Keine Werbegeschenke. Der wird seine Stimme nicht hören lassen auf den Gassen. Und natürlich ganz, ganz wundervoll, der Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das glimmende Docht wird nicht auslöschen. Er kommt als Mensch gewordene Messias nicht, um zu richten. Da noch nicht. Er wird das, was zerbrochen ist, verloren ist, nicht. Er kommt nicht, um es zu richten. Er kommt, um zu retten. Es ist die zentrale Stelle von Lukas überhaupt. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Und jetzt, wunderbarer Vers. Gerade an dieser Stelle, wo Jesus kurz vor Jerusalem steht, er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Wow. Wenn man sich vorstellt, wie lange Jesus auch durchgehalten hat am Kreuz und liest das hier, es ist unglaublich. Was für eine Art Messias ist Jesus? Also, das Vorhersagen, das zeigt ganz klar, ja, Jesus verweist, es ist in den Schriften vorhergesagt und das ist vertrauenswürdig. Das trägt dazu bei, dass Jesus wirklich als Messias anerkannt werden kann. Ich kann wirklich wissen, ja, das stimmt. Und es zeigt aber noch viel wichtiger, Gott ist souverän. Im Hebräerbrief Kapitel 2 gibt es einen ganz tollen Vers. Man fragt sich hier immer, naja, also Jesus ist ja gescheitert. Manche sagen das ja gerne. Jesus ist ja der gescheiterte Weltverbesserer. Ja? Hast du das schon mal gehört vielleicht? In einem Radiobericht oder im Internet oder irgend so. Naja, in Wahrheit war das ja so ein Gescheiterter. Ja, der wollte die Welt ja besser machen. Der hat gedacht, er ist der Messias und so. Und dann ist halt schief gegangen. Ja? Nein, Jesus, nein, ist nicht schief gegangen. Und er ist auch nicht selbst ernannt, sondern es ist Gottes Souveränität. Schauen wir hier Hebräer 2, Verse 9 und 10. Das heißt hier, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, in seiner Menschwerdung, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden von uns, den Tod schmeckte. Und jetzt kommt das Wichtigste. Gott war immer daran, immer dabei, immer dran, immer geplant, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Den Urheber ihrer Rettung, Jesus Christus, ist es natürlich, durch Leiden vollkommen zu machen. Also da ist ein Plan dahinter. Jesus hat sich nicht selber zum Messias gemacht, sondern er ist von Gott eingesetzt. Die Vorhersagen, die Jesus hier macht, zeigen uns auch was über den Charakter von Jesus. Das ist der zweite wichtige Punkt jetzt. Jesus hat durch diese Vorhersagen was ganz Wichtiges gezeigt und das sehen wir jetzt im Text. Er hat es vorher gesagt. Er wusste also ganz genau, was kommt. Er war nicht überrascht von dem Leiden, das kommt. Auch das wird ja gerne landläufig dem Ganzen vorgeworfen. Das ist dieses Thema, ja, der ist ja gescheitert. Sein Leiden und Sterben bis zur Auferstehung, das war kein Scheitern. Schauen wir in Johannes Kapitel 14, Verse 28 und 29. Ganz toll. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Ja? Ja. Wenn ihr mich liebtet, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Das ist vor seinem Leidensweg noch. Denn der Vater ist größer als ich.
und Vers 29, ganz toll. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht. Also Jesus war, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Also Jesus war definitiv nicht überrascht vom Leiden. Der wusste, was auf ihn zukommt. Und trotzdem es gewusst hat, hat er daran festgehalten. Er hat weitergemacht. Das sagt mir sehr, sehr viel über Jesus und wie viel ihm zumindest von dieser Perspektive aus an mir liegt. Er war sich bewusst und willens, es zu tun. Ihr erinnert euch vielleicht an den Römerbrief, Kapitel 5. Da heißt es im Vers 5, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und im Vers 6, Römer 5, Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Da ist diese Haltung wieder drin. Christus wollte das. Das war seine Absicht. Und ich liebe ja das, was jetzt kommt, Vers 7. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Also dafür würde selbst heutzutage keiner das Leben abgeben. Das ist so die Grenze. Ich tue alles für dich. Ich gebe dir vielleicht sogar viel Geld. Aber sterben, das kannst du nicht von mir verlangen. Kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht noch jemand sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Ihr habt das sehr oft schon gehört. Aber wichtig ist diese Vorankündigung. Gott kündigt das an, immer wieder. Er lehrt sie und hält aber fest. Ich meine, wenn ich das jemand sagen würde, dass ich jetzt etwas tue für jemand, das mir das Leben nehmen wird, das würde mich, wenn ich das auch noch ihm die ganze Zeit erzähle, würde mich ja davon abbringen, das zu machen. Da würde ich mich ja selber verrückt machen damit. Aber Jesus sagt es. Und ich glaube, er sagt es deswegen, damit wir sehen, wie viel ihm daran lag, es für uns zu tun. Natürlich, er wollte dem Vater gehorsam sein, das stimmt natürlich, klar, aber er ist ja eins mit dem Vater. Und der Vater hat ihn ja geschickt um unseretwillen. Stellt euch das mal vor. Und jetzt das Dritte. Das Vorhersagen, was Jesus hier macht, das rückt natürlich, das stellt diese Spannung auf. Warum macht Jesus das? Er sagt es voraus und die verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. Es wirft diese Frage auf, warum leiden und sterben? Warum? Und es rückt diese Spannung in den Mittelpunkt. Noch bevor das mit Golgatha passiert, spricht Jesus es aus, dass es ein Muss ist, dass der Messias diesen Weg gehen muss. Das sagt er immer wieder. Ja? Der Christus, der muss vieles leiden. Der muss verworfen werden. Erst muss er verworfen werden. Das muss. Diese Ankündigungen sind also gar kein Dämpfer. Sondern was wollte Jesus damit sagen? Was meint ihr? Die Jünger sagen, wow, Jesus, ja, mit dem gehen wir. Der hat die Power. Ja, mit dem gehen wir. Und er sagt, aber Leiden kommt. Für mich zumindest, sagt Jesus. Warum macht ihr das? Mussten die das hören? Ich meine schon. Was haben die erwartet? Haben die erwartet, dass der Messias ans Kreuz geht? Das glaube ich nicht. Nein, die haben einen Messias der Stärke erwartet. Und zwar der Stärke, die man halt weltlicherweise so denkt. Aber haben wir vorher schon gesagt, nein, er wird seine Stimme nicht auf den Gassen hören lassen. Das ist, so wird er nicht sein. Und die dritte Ankündigung, also Lukas 18, unser Text heute. Wann kommt denn die? Die kommt exakt vor was? Vor diesem wunderbaren, triumphalen Einzug, wo alle ihn feiern. Oh ja, Jesus. Oh ja. Und davor sagt er nur zur Sicherheit nochmal zu seinen Jüngern, und sie verstehen es nicht, aber er sagt, okay, aber passt auf, es wird Leiden geben hier für mich. Die müssen verwirrt gewesen sein, aber richtig, richtig verwirrt gewesen sein. Die haben das nicht verstanden. Und schließlich zeigt dieses Muster Ankündigung natürlich auch, wie nötig jeder Mensch Erlösung und Bezahlung hat. Wie tief furchtbar jeder Mensch durch Sünde gefallen und von Gott entfernt ist. Als Jesus die Ankündigungen ausspricht, versteht es keiner, weil niemand sieht, worin denn ein Erfolg liegt von einem Messias, wenn er sich stellvertretend für andere strafen lässt. Das ist das, was meine Kollegin in der Schweiz überhaupt nicht im Blick hatte,
Wie kann das sein? Das ist doch Quatsch. Warum muss ein Messias sterben? Warum muss jemand von Gott gestraft werden, um Messias zu sein? Das hat sie nicht zusammengebracht. Wie ist das Erfolg? Und niemand sieht es hier auch nicht, in Lukas 18. Die sehen es nicht, weil es niemand versteht, wie notwendig es wirklich ist. Diese Ankündigungen, bevor es geschieht, bauen diese Frage hier auf. Und auf dieses muss, es ist notwendig. Im Griechischen steht ja fast nie muss, da steht hier immer es ist notwendig. Dieses day, dieses Wort im Griechischen. Es ist notwendig, das steht da. Es ist notwendig. Das ist, worum es geht, und das ist der Hauptfokus von der ganzen Ankündigungsgeschichte. Schaut mal, was nach der Auferstehung passiert. Jesus offenbart sich. Mach mal Lukas 24, Verse 24 bis 27. Lukas Kapitel 24. Schauen wir uns das kurz an. Da heißt es, einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft, das ist also nach der Auferstehung, und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Das ist also hier Emmaus. Ja, Situation in Emmaus. Und Jesus ist es, sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und jetzt hier, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und von Mose und von den Propheten anfangen, erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und spring zu Vers 44. Er sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Du kannst mal in den Psalmen nach Jesus gucken. Dann öffnete ihnen das Verständnis. Also ja, es war Gott gewesen, der es ihnen verborgen hat. Denn er hat es jetzt ihnen auch geöffnet. Damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden. Und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Ja. Und wenn du jetzt immer noch nicht glaubst, dass das muss, dass es ist notwendig, das Allerwichtigste an dieser ganzen Geschichte ist, das ist der Fokus der ganzen der guten Nachricht von Jesus, es ist notwendig, dass er kommt. Dann schau Johannes 3 an. Johannes 3, nicht 16, nicht 3, 16, sondern 14 und 15. Johannes 3, 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Er muss, es ist notwendig, denn wenn es nicht geschieht, dann gibt es keine Lösung. Er erhöht es in diesem Fall das Kreuz. Ja, genau. Die Schlange ist ja auch, genau, die ist auch erhöht, in dem Sinne, also wirklich erhöht worden. Und natürlich, das Bild ist ein Vorausschatten dessen, was natürlich das Kreuz tut. Und er sagt es in Johannes, wird das gesagt. Das ist nicht was, was wir aus dem Alten Testament uns vorgaukeln oder da reinlesen. Nein, es steht hier. Das war geplant, das war total geplant und es war notwendig. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Es steht ja hier im Vers 15, damit... Da kommt ein Effekt, ein Zweck, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn wenn Jesus da nicht hingegangen wäre ans Kreuz, dann könnte ich sogar an ihn glauben, es wird trotzdem nicht funktionieren. Das war notwendig. Was für ein Messias ist Jesus? Er ist kein selbsternannter Messias, sondern von Gott souverän eingesetzt. Jesus ist kein gescheiterter Messias, sondern ein Messias, der sich bewusst dem vorausbestimmten Leiden zum Wohl von dir und von mir hingegeben hat. Jesus ist kein Messias, dessen Sinnhaftigkeit kompliziert erklärt werden muss oder dessen Leiden und Sterben erst durch bemühtes Bibelverdrehen sinnvoll gemacht werden muss. Es ist notwendig, dass er das tut. Gottes Sohn an meiner Stelle ist notwendig. Auch wenn viele von uns es vielleicht so nicht sehen, das war das, was den 12 Jüngern in Lukas 18 verborgen war. Das haben sie nicht verstanden. Sie sind seine Nachfolge gewesen. Weißt du, ja, waren sie jetzt errettet oder nicht zu der Zeit? Ist mir jetzt eigentlich egal. Wichtig ist, sie haben es da nicht verstanden. Dieses Allerwichtigste haben sie nicht verstanden. Das größte Geheimnis
vielleicht seit der Erschaffung der Zeit durch Gott, das größte Geheimnis aufgeschlagen wie ein großes, großes Buch. Ein Messias, der zahlt für uns. So, jetzt. Warum ist es jetzt wichtig zu wissen, was für ein Messias Jesus denn eigentlich ist? Warum ist das jetzt wichtig? Dass Jesus so ein Messias ist. Also Jesus war sehr realistisch. Der wusste, dass es diese Handlung, und zwar durch ihn, bedarf, wenn es überhaupt Hoffnung für die Menschen geben sollte. Jesus war sich wie niemand anderer klar, wie tief der Bedarf der Sühnung für Menschen ist. Selbst wir, die wir ja doch durch Gemeinde und Bibelstunde und Bibellesen, Bibelstudium, Gebet sehr eigentlich ausgerichtet sind oder verhältnismäßig gut ausgerichtet sind, geschult sind. Selbst uns wird ja diese Tiefe lange nicht so ganz klar sein, wie sie Jesus immer klar war. Und das ist die Frage, sind sich die Menschen klar? Sind sich die Christen klar? Ja, bin ich mir klar? Und jetzt natürlich, bist du dir klar? Ich habe eine hervorragende Predigt von Aidan W. Tozer gehört. Die kann man auf YouTube nachhören. Das ist eine hervorragende, gut, sie ist englisch, also wunderbare Predigt. Und er kritisiert, zu seiner Zeit war das notwendig, er kritisiert eine bestimmte Lehre. Und diese Lehre heißt, auf Englisch heißt es, accept Jesus. Ja, nimm Jesus an. Und er kritisiert, dass viele, viele, viele freie, bibeltreue Gemeinden das lehren. Und das ist ja auch nicht an sich ganz falsch. Nur Jesus annehmen und Jesus aufnehmen, das war eine Unterscheidung, die man wohl damals zu seiner Zeit in vielen Gemeinden nicht mehr richtig gemacht hat. Da ist ein Unterschied und er zeigt das in seiner Predigt auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Also hervorragend, wie er das macht. Worum es ihm letztlich geht, ist, dass diese Information vom Evangelium, dass dieses Bedürfnis von Jesus, diese Not, dass man die personalisieren muss. Das Evangelium für mich persönlich zu machen, ist sehr wichtig. Und um das zu tun, da muss mir meine Not klar sein, in der ich ohne Jesus bin. Und es reicht nicht, die Not, die eben alle laut dieses Bibeltextes auf der ganzen Welt für Jesus haben. Das ist schon eine schöne Information. Aber damit sie mich rettet, muss ich verstehen, dass ich auch gemeint bin. Es ist nicht die Not von allen, die ich theologisch einfach kennen muss aus der Schrift. Das ist nicht, sondern aus Milliarden von Leben mein eigener Fall vor Gott. Mein Leben, meine Person, meine Seele und mein Status vor Gott. Dann wird es möglich, Christus nicht nur diese Info, diese Lehre, ja, wir sind gerettet und nehmen die Lehre an. Nein, sondern ihn wirklich aufnehmen. In Jesus sollte ich das sehen, was Gottes Wort über diesen Grund für das Leiden von Jesus sagt. Das war notwendig. Ich hacke darauf jetzt richtig rum. Es war notwendig. Dieses kleine Wort, das sind drei Buchstaben im Griechischen. Und das ist überall. Mein Fall, meine Natur, meine Taten sind so vernichtend, so abgrundtief, unheilig. Und auch so unreparierbar, so unbezahlbar, unüberwindbar, unfassbar, schändlich, auch wenn die Gesellschaft kein Problem mit dem meisten hat, was ich mache, aber so grausam und selbstehrend und Gott entehrend, das ist ja fast schwer zu begreifen, warum Gott Jesus überhaupt geschickt hat, um uns da rauszuholen. Wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, wie Gott uns Zugang zu ihm hätte erlauben können, dann hätte Gott es gemacht. Je mehr man diese Texte liest und wie auch Jesus sagt, es ist notwendig, es muss sein. Und er sagt es voraus und er schreckt deswegen aber nicht zurück. Er macht weiter und weiter und sagt es immer wieder. Es gab und es gibt auch heute noch keinen anderen Weg. Dass Jesus es tut,
war auch notwendig. Nicht nur, dass er das tut, was er getan hat, sondern dass es Jesus ist. Notwendig. Frage an uns jetzt mal alle. Notwendig. Ist es notwendig? Habe ich das notwendig? Hast du Jesus notwendig? Also ich sage jetzt mal, Friedrich, sieht's aus. Sagst du, ja, ich? Ja. Sagst du, wir haben Jesus notwendig. Du, also Prediger, das kann man sagen. Hast du Jesus notwendig? Ja. Ja. Okay. Ja. Chris, hast du Jesus notwendig? Okay. Sascha? Ich gehe jetzt nicht durch alle durch. Dietmar? Also jeden Tag sehe ich es doch auf neue. Guck mal, wie ich morgens allein meine Prioritäten aufstelle vom Tag. Ja? Was mir wichtig ist an diesem Tag, da könntest du ja gerade stoppen und das vor Gott stellen und sagen, ups, oh, da bräuchte ich Jesus dafür. Das war nichts. Und das war wirklich gar nichts. Wie ich im Supermarkt an der Schlange anstehe, ne? Und knuffe und puffe, vielleicht auch nur innerlich und mir wünsche, oh, wären die anderen doch nicht da. Au! Mann! An dem, wie ich, ohne auf die anderen zu schauen, mir instinktiv das größere Stück von der Lasagne aus der Auflaufschale rausnehme. Ja? Weißt du, das trieft, das spritzt ja aus mir heraus, warum ich Jesus brauche. Überall. Das sind jetzt Kleinigkeiten vielleicht. Aber die Wurzel ist ja genau das Gleiche. Ich sehe das an dem, wie ich geneigt bin, angemessene Videos im Internet anzugucken. Ob ich es dann tue oder nicht, ist was anderes. Aber die Neigung sagt ja alles. Habe ich das nötig? Habe ich Jesus nötig? Fragen wir. Oder wie ich meinen Ehepartner eher als, haben wir im Ehepaarkreis letztes Mal besprochen, eher als mehr Werkzeug, als Maschinerie in meinem Leben angucke, als eine Person behandle. Wie ich geneigt bin, meine Arbeit, meine Pause ein bisschen zu überziehen. Ja? Wie ich vielleicht unehrenhafte Abkürzungen im Leben nehme oder vielleicht, nimm mal die Gemeinde, unwillig in der Gemeinde vielleicht ein bisschen mehr mich zu engagieren. Wie ich über die Kollegen rede, in der Arbeit, in der Familie, wenn sie da sind und vor allem, wenn sie nicht da sind, ja, das fällt so in den, naja, da hat der Jesus für bezahlt, sagt die Schrift. Ja, das stimmt. Habe ich das nötig? Habe ich Jesus nötig? Mann, habe ich es nötig. Ja. Und keine Gesellschaft der Welt, keine Erziehung der Welt und keine Werte, die mir die Gesellschaft anerzieht, wird das in mir ändern, dass ich das nötig habe. Sorry, Gesellschaft. Es gibt diesen schönen Vers in der Schrift: Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ja, das stimmt. Richtig, nicht alle, die sagen, Herr. Das stimmt. Es ist schon ein bisschen enger als nur Jesus. Ich habe einen tollen Filmclip gesehen, werde ich wahrscheinlich Chris noch schicken, von einer Fernsehserie. Da wird ein Chef eines Büros, der nicht sehr helle ist selber, der hat Geldsorgen und er wird von den Steuerleuten oder den Finanzleuten, holt er sich einen rein, sagt, du, ich brauche deine Hilfe, Geldsorgen. Und der Steuerkollege sagt, weißt du was, erklär doch einfach Bankrott. Ja, mach einfach diese, auf Englisch heißt es dann, declare bankruptcy. Mach das einfach. Ja. Melde Insolvenz an oder sag, ich bin insolvent. Und das Wunderbare in dieser Szene ist, und dann, okay, mach ich. Und dann geht er raus, vor die Tür, stellt sich im Büro auf, vor allen Mitarbeitern und schreit ganz laut, ich bin insolvent. Und jetzt denkt er, hat er das gemacht, jetzt ist alles gut. Es braucht ein bisschen mehr als das. Ihr versteht es, oder? Wer den Namen des Herrn anruft, Jesus, ich möchte gerettet werden. Ja, aber hast du das nötig? Willst du das? Hast du das nötig? Ich habe noch eine Geschichte, um es noch zu verdeutlichen. Vielleicht habe ich dir schon mal erzählt, es gibt einen sehr bekannten ehemaligen Präsidenten der USA,
Abraham Lincoln heißt er. Das ist die Geschichte, in der er eine Frau aus, damals noch, gab es die Sklaverei noch, am Sklavenmarkt freikauft. Und er bietet dann mit den Bietern. Also die wird gerade wieder verkauft wieder mal und er bietet mit. Und sie denkt, naja, das wird halt einer sein, der mich dann kauft und genauso missbraucht wie die anderen auch. Und er bietet und bietet und er gewinnt das Bieten. Und dann gehen die gemeinsam weg. Und er sagt, junge Frau, Sie sind frei. Und sie sagt, was heißt das? Was heißt, Sie sind frei? Heißt das, sagt sie dann, dass ich sagen kann, was immer ich sagen will? Und Lincoln sagt dann, ja, meine Liebe, Sie können sagen, was auch immer Sie sagen wollen. Heißt das, ich kann sein, was immer ich sein will? Ja, Sie können sein, was immer Sie sagen wollen. Heißt das, ich kann gehen, wohin ich will? Dann sagt er, ja, Sie können gehen, wohin Sie wollen. Und dann sagt die Frau, sagt es in der Geschichte mit tränenüberströmtem Gesicht, sagt sie, dann gehe ich mit Ihnen. In dieser Geschichte wusste die Frau ziemlich gut, aus welcher Not sie dieser Mann rausgeholt hat. Und deshalb hat sie sich wahrhaftig an ihren Freikäufer und freiwillig gebunden und ist mit ihm mitgegangen. Wenn du so ein Erlebnis noch ein bisschen vermisst, was den Herrn betrifft, dann geh zu Gott im Gebet und sprich mit ihm darüber. Was für ein Messias ist Jesus eigentlich? Er ist so einer. Ein Messias, der weiß, wohin sein Weg geht, bevor er noch leidet und der dranbleibt. Einer, der um sich nichts als Unverständnis herum gefunden hat und trotzdem unbeirrt weitergegangen ist, weil er weiß, es gibt keinen anderen Weg. Das hat er für dich getan und für mich auch. Und in denen, die das nicht verinnerlichen, aber eigentlich die Info hätten, liegt die größte Tragödie. Und in denen, die es aufnehmen, liegt die größte Freude. Und jetzt natürlich die Frage, wer möchte die Freude? Amen.